Vor wenigen Wochen war ich gemeinsam mit meinem Freund Paul in Italien unterwegs. Am fernen Rande der Alpen im nördlichen Italien fanden wir in einer Großstadt ein Krankenhaus, welches seinesgleichen suchte. Einst als Sanatorium erbaut, ist dieses Krankenhaus nun wohl das älteste und größte verlassene Krankenhaus Italiens. Endlose Gänge mit natürlichem Verfall sowie einige sehr alte Einrichtungsgegenstände erwarteten uns dort. Der wohl markanteste Teil war aber die alte Kirche, welche zentral als Mittelpunkt des Areals diente. Kommt gemeinsam mit mir auf eine Reise durch das riesige alte Krankenhaus im Norden Italiens. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich hier gerade mitten in Italien, im Speckgürtel einer großen Stadt, in einem Wald. Vor mir befindet sich ein riesengroßes verlassenes Krankenhaus. Mit das größte und älteste verlassene Krankenhaus, was ich jemals gesehen habe. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal gemeinsam an. Da haben wir den alten Zaun, der das Gelände hier quasi von diesem Wald abgrenzt. Und wir laufen jetzt mal hier entlang und da tun sich schon die ersten Krankenhausgebäude auf. Wirklich riesengroß. Die Gegend hier ist wirklich keine schöne. Hier ist alles voll mit Müll, wie man hier unten auch sehen kann. Wirklich alles. Hier leben vermutlich auch sehr viele Obdachlose. Wir konnten eben schon ein Gebäude hier sehen auf dem Hinweg, wo überall Wäsche draußen hing, was aber offensichtlich ein leerstehendes Gebäude war. Und ja, dieses Gebüsch hier und das Gelände generell komplett voll mit Müll. Jetzt kommt da hinten hinter mir auch noch ein Auto. Hier führt halt noch irgendwie so eine aktive Straße über dieses Krankenhausgelände. Wir müssen echt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht gesehen werden. Wir wollen hier natürlich auch nicht nochmal ausgeraubt werden. Hier sind die Rollläden auf jeden Fall über runtergelassen. Das war vermutlich so ein normaler Stationsbereich. Und da hinten geht dann quasi der Haupttrakt los. Wie gesagt, ein unglaublich großes Gelände. Hier haben wir noch einen Wegweiser. Ambulanz, Osteritia und Gynäkologie in diese Richtung. Und hier sieht man es, was ich meinte. Alles voll mit Müll. Es ist so verdreckt hier, dieses Gelände. Jetzt kommt hier schon wieder ein Auto. Okay. Alles sicher. Wir wollen hier auf keinen Fall gespottet werden. Boah, schon wieder ein Auto. Wahnsinn. In Deutschland hätte man jetzt gesagt, weißer Kastenwagen, Sicherheitsdienst. Hier einfach nur irgendein vorbeifahrendes Fahrzeug. Hier ist jetzt der Beginn quasi eines Flügels, da hängt auch ein Schild, Paglione Sud, Pädiatrie, Neuropsychiatrie, ja, den rechten Teil, da kann ich nicht lesen, Neonatologia, Osteritia und Gynäkologie. Und da steht die Tür auf, da werden wir jetzt mal reingehen. Sieht ja schon mal nicht mehr so gut aus hier drin. Es riecht hier unglaublich stark tatsächlich noch nach Krankenhausstation, Wahnsinn. Boah. Alt, das Ganze hier, sehr alt. Hier oben wieder so ein Wegweiser, Ascensori, Pädiatrie und Neuropsychiatrie. Hier kann man mal gerade schauen und sich einen leichten Überblick verschaffen. Oh, das ist auch so eine Location hier für Pfefferspray auf jeden Fall. Boah, ist das groß. Boah, ist das groß. What? Das geht da hinten noch riesengroß weiter. Das ist alles auch Lust. Okay, nach oben hin geht es nicht ganz so sehr weiter. Aber nach da, wow, krass. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass es hier so riesig ist. Aber es sind halt bis jetzt hier nur solche leeren, sehr, sehr leeren Räume. Vom Vandalismus gezeichnet, wie man sieht. Boah, die hängt auch noch am seidenen Faden. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang, unter diesem Wegweiser hindurch. Hier haben wir ein Treppenhaus mit einem Aufzug, der ist hier unten stecken geblieben. Ospedala senza fumo. Also im Krankenhaus hier herrscht Rauchverbot. Ist ja auch irgendwo logisch. Und hier haben wir dann wieder Wegweiser, es geht wieder weiter. Das sind alles solche leeren Stationszimmer hier. Wahnsinnig groß, aber halt auch unglaublich zerkloppt das Ganze hier. Aber es scheint ja auch schon sehr viele Jahre verlassen zu sein. Das hier war dann vermutlich so ein klassisches Patientenzimmer. Hier mit WC. Ja, das hier waren die Patientenzimmer. Es geht tatsächlich. So schlimm sehen sie nicht aus. Hier stand, weiß ich nicht, vielleicht ein Fernseher drauf? Keine Ahnung. Oder hing der hier an der Wand? Ne, ich glaube, der stand da.
aber es sind halt auch keine Betten mehr da. Es ist wirklich gar nichts mehr hier drin. Außer sowas hier, solche in die Wand eingelassenen Schränke oder wie hier die Badezimmerarmaturen. Naja, wir gehen jetzt erstmal hier in Richtung Neonatologia. Also hier durch diese Tür hindurch. Ah, sieht hier sehr nach Kinderstation aus. Mit diesen Fensterstickern. Das war hier auf jeden Fall eine Kinderstation. Überall hier diese alten Fenstersticker. Da noch so ein kleines Bild. Boah, hat schon wieder so ein bisschen was Mystisches hier. Auch hier hängen noch solche alten Fenstersticker in diesen zerstörten leeren Gängen hier. Pure Zerstörungswut, hier wird sich mal wieder richtig ausgetobt. Wie man unschwer erkennen kann. Uiuiui, hier gab es mal einen mächtigen Wassereinbruch. So wie die Decke hier aussieht, auch kein Wunder. Hier riecht es auch richtig muffig, muss ich sagen. Alles gefliest hier. Oh, Moment mal. Hier wird es interessant tatsächlich. Oh ja, hier hängt noch eine alte OP-Lampe tatsächlich. Hier steht richtig Wasser drin. Aber hier hängt wirklich noch eine alte OP-Lampe. Hier so ein bisschen die Vorbereitungsabteilung. Ist das hier die OP-Abteilung? Kann ich mir ja fast nicht vorstellen. Die Chirurgie war ja schließlich gar nicht ausgeschildert. Hier hing dann nochmal so ein bisschen OP-Zeug runter, denke ich mal. Werkzeug oder das war eine Absaugung? Ne, hier war die Absaugung. Und hier dann diese alte OP-Lampe. Die ist noch aus einer anderen Zeit. Ich würde sagen so 80er Jahre mäßig. Wenigstens haben wir hier noch diese alte OP-Lampe in diesen sonst doch so leeren und trostlosen Räumen hier. Überall hängt hier so diese Deckenverkleidung runter. Das hier war... Ah krass, das hier war noch eine Lampe, die hier tatsächlich einfach stumpf runterhängt. Naja, wo es hier hingeht, weiß ich nicht. Erstmal wieder in große, dunkle Räume. Das hier ist wahrscheinlich so ein Vorbereitungsraum für ein OP. Ah, das hier war dann, da wir auf der Kinderstation sind, war das hier dann mit Sicherheit der Kinder-OP. Ich weiß nicht, ob wir hier noch einen haben. Oh, tatsächlich. Der hier sieht sogar noch im Verhältnis ein bisschen intakter aus. Zumindest ist die ganze Decke hier noch nicht eingestürzt. Und hier haben wir dann noch so eine alte OP-Lampe. Contron Instruments. Ein italienisches Fabrikat. So, hier geht's jetzt weiter. Wir gehen nochmal zurück in diesen langen Korridor hier. Was ist das denn hier? Ah, für Wassergeburten. Tatsächlich, so eine Wanne für Wassergeburten. Das hier war die Entbindungsstation. Auch hier wieder krasser Verfall. Jetzt hat es mir ja auch noch auf den Kopf getropft. Und das hier war so eine Wassergeburtenwanne. Hier saß dann die Frau drin und konnte dann unter Wasser quasi das Kind gebären. Eine klassische Wassergeburt. Ist ja bis heute noch eine gängige Praxis tatsächlich auf Wunsch dieser Person. Wenigstens zumindest wirklich noch so einige kleine Überbleibsel aus vergangenen Zeiten hier drin. Naja Leute, wir gehen mal weiter hier. Schauen mal, was man hier sonst noch so sehen kann. Wir können ja jetzt hier nicht so viel Zeit nur auf der Kinderstation verplempern. Boah. Wo geht's denn hier hin? Alter, hier hat auf jeden Fall jemand gelebt. Und hier hat's mächtig drin gebrannt. Das war mal eine Matratze, die ist komplett weggebrannt. Das wollen wir nicht sehen. Oh, hier roch es gerade auch kurz nach Feuerwerkskörpern. Wir gehen mal weiter. Schauen mal, was wir hier noch finden. Irgendwo muss es ja hier in so einen großen Hauptkorridor gehen, wo man dann auch mal in Richtung der anderen Stationen kommen kann. Hier ist es zumindest mal so ein bisschen lichtdurchflutet. Dank der unzähligen vorhandenen kaputten Fenster. Ah, Moment mal, ich weiß, was das hier war. War das hier nicht eventuell die Notaufnahme? Dass man hier mit dem RTW reinfahren konnte und hier dann quasi die Schockräume waren. Naja, raus aus der Liegendanfahrt bin ich und dann mal hier in so ein Treppenhaus. Hier scheint es nämlich nach draußen zu gehen, in so einen Innenhof. Boah, hier hat es oft gebrannt, wie ich sehe. Überall ist hier so ein bisschen alles schwarz. Oh, wir sind hier nicht am Innenhof, sondern direkt vorne an der Straße. Boah, ist das riesig, dieses Gebäude. Wahnsinn. Hier steht die Tür offen, da steht die Tür auf.
Polyambulanz für ein Polytrauma. Centro Unico Prenotazioni. Ist das ein Traumazentrum? Würde ich sagen, wa? Ne? Wenn du auch mit einem Polytrauma da, Polyambulanz. Video überwacht. Das wage ich anzuzweifeln bei dem Gebäudezustand und der Hülle und Fülle an aufstehenden Türen. Hier haben wir dann wieder so einen Flur und hier geht es dann in die Polyambulanz und in die Pädiatrie und die Diabetesabteilung. So wie ich diesen Wegweiser hier gerade entnehmen kann. Tatsächlich. Hier war dann quasi so ein Empfangsbereich. So rezeptionsmäßig. Ja. Und jetzt sind hier einfach nur noch zerstörte, leere Räumlichkeiten. Da hinten auch. Aber die Lichtstimmung hier drin ist cool. Ist die Tür auf? Nee, die ist zu. Ich möchte auch nicht durch diese Scheibe schlüpfen. Auch da unten im Keller. Da geht es irgendwie in den Keller. Da stehen irgendwelche Gerätschaften. Aber das sieht mir alles suspekt aus. Alles in einem echten komisches Gelände. Die Tür muss gar nicht auf sein, denn hier kommen wir easy hier rein. Hier geht es auch weiter. Boah, ist das groß. Wahnsinn. Alles kaputt hier. Hier ist gefühlt keine einzige Fensterscheibe mehr heile. Alles wurde hier kaputt gekloppt. Überall hat es mal gebrannt. Polyambulanz. Also hier ist die Polystation da hinten, wie man dem da entnehmen kann. Das ist auch ein sehr altes Gebäude, Wahnsinn. Wo geht's denn hier hin? Boah, das hier ist aber sehr, sehr geil, der Bereich. Licht geflutet ohne Ende. Ewig lange Korridore, egal welche Himmelsrichtung. Und in der Mitte scheint dann dieses Gebäude hier zu stehen. Was auch immer es ist quasi so der Mittelpunkt, der zentrale Mittelpunkt dieses gesamten Klinikareals. Ich habe keine Ahnung, wann dieses Gebäude erbaut wurde, aber es muss sehr alt sein. Und dann ist es wirklich sehr schade, dass es nicht erhalten wird. Da frage ich mich wirklich, warum. Auch hier die Dimensionen von diesem ganzen Gelände, das ist einfach nur skurril. Egal, wo man hinschaut, man sieht Gebäude. Wirklich, egal wo man hinschaut, nur Gebäude, Gebäude, Gebäude. Dieses Gebäude, da wird gerade ganz schön von der untergehenden Sonne angestrahlt. Und hier geht es dann in den Mittelpunkt. Da gehen wir auch gleich mal rein. Wir schauen doch erstmal hier in diese Richtung und gucken mal, was es sein könnte. Ah, Moment mal. Es hat auf jeden Fall einen richtigen Turm da dran und ein Kreuz auf dem Dach. Vielleicht war das hier eine Kirche, also so eine Krankenhauskapelle. Man weiß es nicht, es kann ja alles sein. Wir gehen jetzt auf jeden Fall einfach hier mal in diesen Innenhof kurz. Dieser Innenhof hier ist so verwildert mittlerweile. Aber schaut euch an, wie riesig das hier ist. Und dann dieses Ding in der Mitte. Das war definitiv mal eine Kapelle, beziehungsweise eine richtige Kirche. Ein Dom. Ich glaube wirklich, so ein riesiges, altes, verlassenes Krankenhaus habe ich noch nie gesehen. Alter Falter. Unglaublich, wie groß das ist. Und ich denke mal, insbesondere der Teil mit dieser Kirche hier ist sehr alt. Auch hier dieser Flügel muss unglaublich alt sein. Diese wunderschöne alte architektonische Baukunst. Nicht zu vergleichen mit so einem riesigen neuen, ranzigen Plattenbau, den die 90% der Fällen heutzutage errichten würden, der dann aussieht wie so ein Amazon-Logistikzentrum. Da ist das hier auf jeden Fall nicht mit zu vergleichen. Das hier ist wirklich beeindruckende Baukunst. Wir können jetzt hier vorne mal reingehen in dieses zentrale Gebäude, in die Kapelle und schauen, wie es da drin aussieht. Boah, es ist auch beeindruckend. Alter Falter, wie riesengroß das ist. So, und hier haben wir jetzt einen Eingang. Hier können wir jetzt mal reingehen und vor allem hereinduschern. Riesig. Alter. Alter, ist das riesig. Und die Lichtstimmung hier. Da oben leuchtet die untergehende Sonne durch diese Fenster. Alter, das ist wirklich krass hier drin. Hier steht sogar noch so eine alte Kirchenbank. Boah, riesengroß das Teil. Ich schätze, das hier muss mal der Altar gewesen sein. Da oben ist noch so ein kaputtes Mosaikfenster. Meine GoPro kann es nur leider nicht aufnehmen. Die Lichtverhältnisse hier sind für eine GoPro echt anstrengend. Und das hier wird dann, wie gesagt, zu 1000% der Altar gewesen sein.
leider komplett zerkloppt. An sich aber, naja, hier ist wohl noch ein alter Rollstuhl, würde ich sagen. Und hier haben wir dann noch alte Kirchenbänke. So Haufe alte Kirchenbänke. Und da hinten dann wieder solche Mosaikfenster. Boah, wie groß das ist. Schaut euch das an. Schaut euch das an, wie riesig das hier ist, wie hoch es da weitergeht in diesem vermutlichen alten Glockenturm. Wahnsinn. So ein altes, prunkvolles Gebäude mal wieder. Eine Schande, dass das hier wieder so zerkloppt wurde. Aber hier in dieser Gegend wundert es mich, um ehrlich zu sein, nicht, dass es so aussieht, wie es aussieht. So bedauerlich es auch ist. Okay, wir schauen mal, dass wir hier nach oben kommen. Ich möchte mal gerne über diesen Balkon darüber schauen. Oh, hier haben wir auch ein Treppenhaus. Aber gar kein mal so geiles Treppenhaus. So eng und ungemütlich, muss ich schon sagen. Oh, hoffentlich packt mich hier nicht gleich irgendeiner von hinten und zieht mich hier die Treppen wieder runter. Ist echt ein bisschen scary, dieses kleine Treppenhaus. Burgfürst Premium Bier. Wenn Premium draufsteht, ist es meistens genau das Gegenteil. Den Ausblick hier, den kann man sich schon mal schmecken lassen. Wieder mit diesem Turm. Das ist schon sehr cool hier. Krass. Wirklich krass. Oh, hier geht das Ganze auch einmal rum. Dieser Balkon geht hier quasi rund um diese Kirche herum. Man konnte von jeder Seite hier runterschauen. Boah, ist das groß hier. Ist das groß. Das sieht so surreal aus hier. Es sieht wirklich so surreal aus, als wären wir der letzte Mensch auf der Welt. So sieht das hier aus. Diese riesigen Prunkbauten, komplett verlassen. So Leute, mein Vorschlag wäre jetzt, bevor das Tageslicht komplett verschwunden ist, dass wir einmal da hochgehen, auf dieses Dach, beziehungsweise auf diesen Balkon dort und dann mal von oben diesen Ausblick auf uns wirken lassen, sodass man sich auch nochmal bei Tageslicht einen kompletten Eindruck von diesem riesengroßen Gelände machen kann. Denn alleine das hier, egal wo man hinschaut, es ist überall Krankenhaus. Das ist so absurd. Ich glaube, sowas habe ich zuvor auch noch nie gesehen. Nicht in dieser Art und Weise. Architektonisch auch so ein schöner Ort. Da kann man sich wirklich nur fragen, wie es dazu kommen konnte, dass die Gemeinde oder die Kommune hier, die Trägerschaft, dieses historische alte Bauwerk so verkommen lässt und stattdessen einen abgeschaberten, hässlichen Neubau daneben stellt. Wahnsinn. Man hätte sich ja wenigstens so ein bisschen um Denkmalpflege oder so bemühen können. Hier passten doch tausende Patienten rein. Ich will gar nicht wissen, wie viele Mitarbeiter es dann auch hier gab. Ich wüsste auf die Schnelle kein Krankenhaus, mit dem man das hier größentechnisch vergleichen kann. Kein einziges. Paul ist gerade aufgefallen. Da hinten qualmt es. Ich glaube, da brennt es. Entweder brennt es da oder jemand hat sich irgendwie ein Feuer angemacht. Aber ich weiß halt, dass da hinten sich Obdachlose einquartieren. Aber es sieht definitiv so aus, als würde da hinten Rauch aufsteigen. Ihr werdet es auf der GoPro nicht sehen können. Aber da steigt definitiv Rauch auf. Okay, das sollten wir erstmal im Auge behalten. Da ist doch definitiv jemand da hinten. Sieht aus, als hätte sich jemand eine Zigarette angezündet. Da läuft jemand. Da läuft jemand. Da läuft jemand. Ja, der läuft gerade mit dem Rücken zu uns. Ganz andere Situation jetzt hier wieder. Ekelhaft. Okay Leute, wir lösen das Ganze erstmal wie folgt. Wir wollen jetzt aufs Dach gehen, um uns einen Überblick zu machen. Aber wir nehmen jetzt erstmal das hier mit raus. Erstmal die Taschenlampe weg. Und stattdessen das Pfeffer jederzeit griffbereit. Weil hier treiben sich halt Leute rum, wie man sich schon denken kann. Mit denen man nicht unbedingt was zu tun haben will. Und allein auch die Tatsache, dass er da hinten rumläuft, wo Rauch aufsteigt. Wir beobachten die Lage weiter und sollte der Rauch mehr werden oder schwarz werden, bis jetzt ist es nur weißer Rauch, dann muss man sich auch überlegen, ob man die Feuerwehr oder die Polizei anruft, weil es kann ja sein, dass auch hier jemand wieder im Zündeln ist. Wir gehen jetzt mal durch diesen Raum hier rein. Hier sind solche Tomographen, die stehen hier tatsächlich. Okay.
Wir gehen trotzdem mal weiter und suchen den Zugang aufs Dach. Okay, Leute, wir haben einen Treppenaufgang gefunden. Den werden wir jetzt mal nach oben nehmen. Hier unten ein alter Aufzug, der steht da. Und dann dieses vergitterte Geländer hier. Wir gehen jetzt einfach mal ganz hier hoch und schauen mal. Versuchen uns von oben irgendwie einen Überblick zu machen, die Lage hier etwas einzuschätzen. Weil irgendwie ist dieser Ort hier doch schon ein heißes Pflaster, wie man sagen kann. Wohl fühlt man sich hier nicht. Insbesondere nachdem man diesen Mann dort gesehen hat. Ich hoffe, es ist auf der GoPro irgendwie zu erkennen. Aber das sollte es eigentlich, wenn ich nah genug ranzoome. Leute, schaut euch mal an, wie tief es hier runter geht. Heiliger Bimbam. Okay, hier geht's aufs Dach. Da gehen wir jetzt mal schnell hin. Ich muss auch noch einen GoPro-Akku wechseln. Toi, 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 toi. Alter. Das nenne ich mal einen Ausblick, Leute. Und einen Überblick. Krass. Leute, mit diesem köstlichen Ausblick hier würde ich sagen, verlassen wir das Dach aber erstmal wieder. Gucken, ob man da unten noch jemanden sieht. Aber erstmal sieht da alles relativ entspannt aus. Ich sehe keine Person. Zumindest kann ich das auch nicht aus diesem Winkel. Wir waren ja gerade eben da unten. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder hier von dem Dach runter. Man kann hier sonst auch von überall gesehen werden. Da erkunden wir hier lieber noch diese ganzen Flügel, die hier auch noch in der Ferne liegen. Da. Oh. Es gäbe hier prinzipiell so viel zu entdecken. Nur das alles schaffen wir natürlich nicht in einem einzelnen Video. Wie denn auch logischerweise. Das nach hier eigentlich auch noch weiter. Tatsächlich. Selbst hier geht es noch ewig weiter. Bis nach ganz da hinten. Ist das riesig, Leute. Ich kann es kaum in Worte fassen, wie riesig das ist. Da sind wir als erstes gewesen. Dann hier rüber. Dann waren wir da. Dann waren wir da. Und dann jetzt hier oben. Es ist schon krass. Definitiv. Auch diese Lichtstimmung gerade. Traumhaft. Wir sind hier gerade nochmal auf der anderen Seite auf so einer kleinen Dachterrasse. Und ganz weit hinten hinter uns kann man sogar ein gewisses Alpenbergpanorama erkennen. Ganz da hinten in der Ferne. Oh, ist schon cool dieser Ort. Definitiv sehr cooler Ort. Und wären hier nicht überall Obdachlose, wäre das eigentlich auch der perfekte Spot für einen Overnighter. Aber das ist hier, glaube ich, einfach zu gefährlich. Ich würde hier kein Auge zudrücken können, schätze ich mal. Es hat hier auch überall gebrannt, wie man sehen kann. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder runter und schauen mal, was wir hier noch so entdecken können in diesem riesengroßen Gebäude. Ein Stockwerk weiter unten haben wir hier sogar so einen Außenübergang in das Gebäude, wo die Leute sind. Vermutlich die Obdachlosen. Aber einfach zu unserer Sicherheit und zu deren Persönlichkeitsschutzgründen werden wir da nicht rübergehen. Ich glaube, das ist tatsächlich der OP-Bereich da hinten, aber da werden wir nicht hingehen. Weil auch diese Menschen wollen in Ruhe gelassen werden, genauso wie wir in Ruhe gelassen werden wollen. Und das hat man zu respektieren. Und deswegen werden wir auch auf keinen Fall dort runtergehen. Da hat sich einiges geändert in den Jahren. Früher habe ich mal ein Video hochgeladen, das weiß ich noch. Da hatten wir ein Sanatorium im Harz und da war auch ein Obdachloser drin. Und da sind wir quasi zielstrebig auf die Suche nach ihm gegangen. Und sowas wird jetzt hier definitiv nicht mehr passieren. Wir wollen deren Grenzen respektieren und wir möchten natürlich auch, dass sie unsere Grenzen respektieren. Und dementsprechend werden wir das nicht machen. Stattdessen lassen wir nochmal diese wunderschöne Lichtstimmung hier gerade auf uns wirken. Diesen krassen alten Krankenhausgebäude im Hintergrund. Wobei das hier, glaube ich, mit der älteste Flügel ist. Zumindest der runtergeranzteste. Ich glaube, der Teil da vorne ist noch älter, wurde aber vermutlich besser instand gehalten, wenn ich mir das so anschaue. Ist schon speziell, dieses Gebäude. Sehr speziell. Naja, wir gehen jetzt mal hier entlang. Da ist das Treppenhaus. Mal schauen, was man hier in diesem Flügel noch alles finden kann. Hier kann man auch noch mal einen kleinen Blick in diese Richtung nach draußen erhaschen. Da hinten verstecken sich noch mehr Gebäude im Wald. Es ist halt einfach ein riesiges Areal hier. Kaum noch eine Fensterscheibe heile hier. Das ist natürlich einfach nicht cool, aber was will man machen? Das ist halt die bittere Realität. Boah, aber das hier sieht schon sehr cool aus gerade. Boah,
Alter, das hier ist gefährlich. Das hier ist unglaublich gefährlich. Hier ist auch ein offener Aufzugsschacht. Alter, der Schacht ist komplett offen. Naja, warum auch nicht? Da kann man ja mal runtersteppen. Das ist verantwortungslos. Wenn man da runterfällt, dann war es das mit einem. Auf der Suche nach noch irgendwas Sehenswerten haben wir das hier gefunden. Aber wie ihr selber seht, es sind einfach nur lange, leere Korridore. So ein bisschen Sanatorium-Style hier. Hier ist, glaube ich, nichts mehr zu holen. Es ist wirklich so ein bisschen wie so eine alte deutsche Heilstätte hier drin. Zumindest in diesem Teil. Es sieht auch so aus wie eine alte deutsche Heilstätte. Es ist ungefähr so viel Einrichtung wie in so einer alten deutschen Heilstätte. Was will man machen? So, wir kommen von da vorne. Und hier haben wir jetzt das hier erspäht. Das sieht aus wie OP-Säle. Und es scheinen auch welche zu sein, die hier tatsächlich einfach nur auf absolut behelfsmäßige Basis irgendwie hier reingezimmert wurden. Ganz dünne Wände. Und das hier waren die OP-Säle. Richtig provisorisch. Die ganze Technik hier ist natürlich raus. Sowas habe ich aber auch noch nicht gesehen. Richtige OP hier kannst du das nicht nennen. Das war einfach nur so behelfsmäßig, vermutlich weil dieses Krankenhaus so groß war und der Platz gefehlt hat. Hier war wahrscheinlich noch so ein bisschen Sterilisationstechnik, aber auch alles so provisorisch. Da hängen tatsächlich sogar noch so ein paar Überreste vom OP drin. Aber es ist trotzdem so skurril. Das ist einfach nur behelfsmäßig irgendwie hier reingekachelt worden in dieses uralte Gebäude. Weil original ist das hier ja definitiv nicht. Das sind einfach nur dünne Blechplatten, die hier hingehangen haben. Hier sieht man es ganz gut. Es blättert einfach so runter. Hier haben wir einen weiteren Gang, in dem es aussieht wie in einer alten Brandenburger Kaserne oder einer deutschen Heilstätte. Aber Paul hat da hinten scheinbar noch was Interessantes entdeckt, was da mitten im Gang steht. Ist auch krass, wie viele Abzweigungen es hier gibt. Das waren riesige Patientenzimmer hier auch. Ja, das hier war definitiv keine Privatstation. Wahnsinn. Hier war das alles so gestopft. Hier muss es so viele Patienten gegeben haben. Es ist hier drin auch ein unglaublich krasser Unterschied, in welcher Etage man ist. Ein Stockwerk weiter drüber sieht es total modern aus. Und dann sieht es hier jetzt wieder so aus, wie irgendwie 1960 erbaut. Oder beziehungsweise 1960 zuletzt modernisiert. Und dann haben wir hier jetzt tatsächlich noch ein altes Krankenbett. Naja, wenigstens ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten. Ein seltener Anblick hier in diesem eigentlich sonst so einrichtungsarmen Gebäude. Muss man ja schon mal erwähnt haben. Okay Leute, wir gehen jetzt hier mal in den Keller zu guter Letzt. Schauen wir mal, was ich hier noch verbergen könnte. Das Problem ist, meine Taschenlampe macht gerade auch schwach. Boah, es riecht total verbrannt hier unten. Alter, riecht das hier verbrannt. Wahnsinn. Puh, ich glaube, die machen da hinten Feuer. Hier sind halt überall solche kleinen Lagerräumlichkeiten. Und da hinten halt, da ist das Quartier von den Herrschaften, weswegen es wahrscheinlich auch so verbrannt hier riecht. Dieser Keller hier ist halt so riesig. Es ist halt jedes Gebäude mit dem anderen Gebäude unterirdisch hier verknüpft. Dass man jeden Ort irgendwie erreichen kann. Aber das hier ist alles nur so Haustechnik. Ich glaube, eine Pathologie, die werden wir hier nicht finden. Die wird wohl eher da hinten irgendwo unter den OP-Trakten sein. Wo wir jetzt halt natürlich nicht hingehen können. So Leute, beim Bestöbern fiel mir gerade das hier noch ins Auge. Hier stehen solche alten Behälter, Eimer, einem riesigen gelben R drauf und dem Infektiöszeichen, ne? Hochinfektiös, 15.07.2003. Hier kamen dann, denke ich mal, Organabfälle oder medizinische Abfälle, Kanülen und so, alles was eventuell mit ansteckenden Patienten in Kontakt gekommen ist, kam man hier rein. Ich glaube, Organeimer sind blau oder gelb, aber das unterscheidet sich, glaube ich, auch immer von Krankenhaus zu Krankenhaus und von Land zu Land. Aber das ist wiederum natürlich schon wieder interessant, sowas hier zu sehen. Damit habe ich nicht noch gerechnet. So Leute, wir sind raus aus dem Keller, raus aus dem Gebäude, machen uns jetzt irgendwie auf den Weg, das Gelände zu verlassen. Einfach aus dem Grund, dass es jetzt auch dunkel wird. Dass das Risiko natürlich auch dadurch steigt und wir auch in den OP-Trakt und so weiter einfach nicht gehen können. Daher könnten wir jetzt hier noch tagelang irgendwelche hochinteressanten Parts suchen, die wir einfach nicht finden werden. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg hier vom Gelände runter. So Leute, Ausgang gefunden. Wir nehmen den jetzt auch direkt hier so eine offenstehende Tür.
Und dann war es das mit uns. Jetzt sind wir raus aus dem Gebäude. Vor dem Gebäude. So Leute, mit diesem Haupttrakt im Hintergrund würde ich sagen, war es das soweit mit dem Video. Es war allein schon durch diese gigantischen Ausmaße eine sehr, sehr beeindruckende Location. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.